Es verrückt so wild auf Warship, wieder auf Schiffvorstellung von den russischen Schlachtschiffen. Wie gesagt, diesmal gibt es nur ein Video von den russischen Schlachtschiffen, aber Forschungsbaum von den russischen Schlachtschiffen. Weil ganz einfach, der russische Kreuzerbaum wird überarbeitet und bringt mir nichts, wenn ich den kompletten Baum erkläre und es kommt trotzdem ein Split. Kommt da dein Video, wenn ich den Baum nochmal, den auch mal durchgespielt habe. Wie gesagt, die Donskoi und die Moskwa habe ich schon mal gezeigt, gespielt. Alles kommt ja den neuesten 10er Russenkreuzer und der anderen Split noch. Gibt es auch ein separates Video noch dazu, aber für diese Woche gibt es nur der russische Schlachtschiff. Die russische Schlachtschiffbaum, kann man sagen, ist ziemlich sehr, sehr interessant auch. Hier gibt es auch kleine Informationen auch ein bisschen. Geringe Manövrierfähigkeit und gute Panzerschutz gegen Sprenggranaten und sonst irgendwas. Merkmale, starke Panzerung und sonst irgendwas. Kann man sagen, wenn man den Baum erstmal spielt, kann man sagen, nicht auf den Panzer wirklich verlassen, weil das Schiff, also die Schiffe sind nur auf eine Stelle besonders stark gepanzert und nicht ständig immer Breite zeigen. Aber das ist gleich in diese ganze interessante Video. Wie gesagt, die Kreml ist der Krönchen aller Krönchen. Persönlich, wo ich den Baum durchgespielt habe, mir extrem viel Spaß gemacht. Alle russischen Schlachtschiffe haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und man kann man so sagen, bei denen ist so ein bisschen leichte Merkwürdigkeit auch ein bisschen. Kann man sagen, mein Gefühl war auch, wo ich das Baum gespielt habe, die machen nur Overpants oder die machen Zitters. Eins von beiden machen die immer. Immer ein bisschen ganz merkwürdig an dem Baum. Aber wir fangen erstmal ganz am Anfang an. So, wir fangen erstmal, wenn wir den Kreuzerbaum anfangen und den Schlachtschiffbaum anfangen, fangen wir erstmal natürlich mit T3 an. Sagt, viele Schiffe habe ich schon mal gezeigt im Video und Co. Und die sind, glaube ich, halbwegs zum Teil, glaube ich, mal ausgebaut. Ja, Signal sind nur drinne. Ja, aber Signal cool, schon mal alles drin, schon mal. So. Ja, wir würden die Sets mit T3 oder so mal ab, so kann man sagen. Bestimmte Schiffstufe, da wird es langsam interessant, aber wir fangen jetzt mal nach und nach an. Flugabwehr brauchen wir jetzt mit nicht drauf eingehen. So, der nette T3 Schlachtschiff von den Russen ist eine kleine Besonderheit. Es sieht ziemlich sehr merkwürdig aus mit den Geschützen. Ist so ähnlich, so leicht aufgebaut wie die Deutschen. Ich glaube, so ähnlich Bauweise. Ich glaube, irgendein Schiff hatte auch so ähnlich die Bauweise. Ich weiß nicht mehr, welches Schiff. So, wir haben jetzt hier 305 mm Geschützen. 36 Sekunden Nachladezeit. Das ist schon heftig für ein T3. Auf T3 Stufen haben alle so zwischen 30 Sekunden. Und ich habe mir 36 Sekunden. Das ist sehr, sehr, sehr lange. Wie gesagt, das Schiff ist komplett ausgebaut. Wir haben einen kompletten Stats auch. Wir haben eine Überlebensfähigkeit von 37.900. Ein Torpedoschutz von 9. Zeige, da brauche ich nicht drauf eingehen. Reichweite 12,6. Ja, ist ganz okay. Geschwindigkeit 22 Knoten. Ruderstellzeit sind bei 9,7. Es geht. Sag mal, es ist ein T3-Schiff. Also braucht man nichts. Würde die nicht viel eingehen. Wenn man schon langsam sieht, bei den Russen ist es eine ganz Besonderheit. Wenn ihr den Baum unbedingt spielen wollt, ihr habt nur eine begrenzte Chance bis Rentungsteam. Das heißt, auf gut Deutsch, ihr habt nur ein paar Aufladungen und bei anderen Schiffen habt ihr das permanent zur Verfügung. Aber hier hast du eine begrenzte Anzahl. Das heißt, nicht Dauer auf R drücken, dann wirklich Reparaturmannschaft einschalten, wenn man das wirklich sehr dringend braucht. Bei Wassereinbrüchen nicht mehr so extrem, aber wenn ihr doch Feuer habt und Wasser bricht, doch mal zünden oder bei zwei Bränden oder drei oder vier gleich zünden, aber nicht bei eins, weil das ist wirklich sehr begrenzt und wenn man das nicht mehr hat, ist doch schon ein bisschen gelackmeiert. So, wir gucken uns mal unsere Panzerwerte mal an. So, wir haben hier von 203 mm, das ist nicht viel. Panzer Station ist so eher so ein Graus. Wir wollen ja das Innere, wir sehen mehr. Wenn man sieht, hier panzersmäßig ist es wirklich nicht dolle. Wenn man sieht, hier Panzerungsgürtel 203 mm. Wenn man sieht, Breitseite zeigen ist sehr, sehr, sehr tödlich. Wenn man sieht, Schiff ein bisschen frontal zeigt, hat man doch schon ein bisschen panzerungsmäßig, aber nicht wirklich doll. Deswegen. So, wenn wir T3 durchgespielt haben, kommen wir auf T4.
4 ist, kann man sagen, 7, boah, das ist, irgendwo kenne ich das. Ja, das ist, kann man sagen, die Revolutia auf Stufe 4 nur. Ist auch relativ sehr interessantes Schiff. Aber ich habe die Revolutia besitze ich persönlich auch. Aber naja, so, das Ding ist auch komplett ausgebaut und Co. Wir haben hier 40.500, Torpedoschutz leider nur 1% weniger. Hauptbatterie haben wir 305 mm, leider hier auch 36 Sekunden, das ist auch sehr, sehr lange. Schussreichweite 13,5 ist wirklich nicht dolle. Höchstgeschwindigkeit 23 Knoten, ich glaube, ich habe hier ein Modul auch ausgebaut. Nee, nicht auf Geschwindigkeit, aber ein paar Module sind schon bei mir vorhanden. So, leider Rudelstellzeit von 10,2 und Wendekreis von 606. Ah, ist wie, sag mal, ist ein solides T4-Schiff. Wie gesagt, das Problem ist bei den Stufe 4er, wenn man sieht, dass der hat nur frontal nur ein Geschütz und die Geschütze sind hinten. Das heißt, ihm ist sehr viel breitseitig sein oder so ein bisschen anwinkel bisschen zum Gegner, wenn ihr gerade alle Tümer hat. Abfeuern und nur möglichst schnell wieder rein in den Schussfeld. Das heißt, hier nur vorne zeigt. Ist eine sehr interessante Spielweise. Wenn man Revolution gerne gespielt hat, dann hat man hier auch ein gutes Stufe 4 Schiff. So, wir gucken uns die Panzerungswerte mal an. Ja, wir wollen erstmal die Frontalpanzerung sehen. Hier haben wir immer noch 203, ist nicht dolle. Das heißt, Türme könnten mal eventuell auch ausfallen, wenn eine gute Salve trifft. Deckpanzerung ist auch so nicht so dolle. 38, Antrag 38, hier hinten ist 19. Ah. So, wir wollen das Schiffsinnere kennen. Ja, mal uns mal gucken. 15, Gütepanzerung sind wir bei 225. Wenn man sieht, Breitseite zeigen ist auch immer sehr, sehr, sehr tödlich. Wenn man schon langsam sieht, Breitseite fahren ist nicht sehr gut geeignet, will ich mal behaupten. So, wenn wir T4 hinter uns gelassen haben, kommen wir auf Stufe 5. Der Stufe 5er, wenn man sieht, die sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Würde ich ja behaupten, es sieht eher aus wie eine Kongo, würde ich sagen. Ich weiß nicht mehr, was ist was dabei. Panzerungskreuzer. Entwurf für Projekt. Ich würde sagen, es sieht eher so wie eine leichte Kongo, würde ich ja mal behaupten. So. Wie gesagt. Wir haben diesmal ein größeres Kaliber. Wir hatten hier vorher 305 mm und jetzt haben wir hier 356 mm Geschützen. Diesmal keine Drillingsgeschütze, sondern wieder Zwillingsgeschützen wieder. Wir haben diesmal 33 Sekunden Nachladezeit, das ist relativ nicht schlecht. Wenn man sieht, die Turmgeschwindigkeit ist sehr ein bisschen ein Graus. Aber soweit alles in Ordnung. So, wir gucken uns mal weiter mal die Werte an. Das Ding ist auch komplett ausgebaut. Wir haben hier 51.100 HP, das ist nicht schlecht. Panzerungsschutz von 13, das ist super. Grundreichweite 16 Kilometer, ist auch nicht schlecht. Wenn man schon jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo es langsam interessant ist. Mit Stufe 5 Schiff kommt man teilweise in 6-7er Matchup rein. Ab da wird es nochmal langsam auch interessant. Ich bin langsam noch nicht drauf eingegangen, so wirklich, aber jetzt gehe ich mal drauf mal auf ein. Die russische Schlachtschiffe, kann man sagen, sind wirklich auf kurze Distanz und nahe Distanz sehr, sehr genau. Auf höchste, also kann man sagen, auf weiteste Distanz, um auf Max wenn schießen, ist eher nicht sehr angemessen, weil die haben sehr hohe Streuungswert. Wenn wir uns gerade den Streuungswert angucken hier, 208 ist nicht viel, aber ich habe schon ein paar Runden, schon rund um 4 Runden schon mit Russen gespielt. Auf weite Distanz sind die sehr, sehr ungenau. Nur auf kurze und mittlere Distanz, sagen wir wirklich kurze und mittlere Distanz sind die sehr genau. Und was auf Max-Range rumtümpelt, trefft hier wirklich nicht gut. Es kann auch mal Glücksriffer auch mal passieren, aber auf russische Spielweise sehr, kann man sagen, lieber auf Nahkampf gehen. Das ist wirklich ihre Stärke. Und wenn ihr ein paar Signale nimmt, auch die Rampflage mit. Ich habe schon wirklich die Sovius, habe ich die Rampflage drauf und das ist wirklich top wert. Weil ein Schiff auf mich komplett, wollte mich rammen und ich hatte die Flagge drauf gehabt und der hat mich durch den Rammaktion, bin ich nicht drauf gegangen, er ist drauf gegangen und ich habe meinen kompletten Schiff wieder voll reparieren können. Wie gesagt, russische
Schlachtschiffe doch mal in die Rammflagge. Es kommt doch mal vor, ein Schiff euch mal rammen will und ihr habt, wenn die Flagge drauf habt, verliert ihr nur die Hälfte von euer Leben, aber ihr kommt immer noch fast, könnt ihr mit kompletten Schaden wieder, sag mal, euren Schadenpool wieder reparieren. Und das ist sehr besonders. Das habt ihr schon oft schon mal in meinen Arsch gerettet schon mal. So, jetzt haben wir hier 26,5 Knoten schnell. Habe ich hier ein Signal drauf? Ne, hier nichts. Wenn ihr seht hier, wir haben 26, vorher haben wir 23, das heißt, wir haben 6 Knoten, ein paar Quetsche gut bekommen. Das ist sehr gut. Ruderschätze hat es bis auch gegangen. Tarnwelt, wie man schon sieht, sehr gut. Wir haben eine Reichweite von 16 Kilometer. Jetzt wird es auch interessant. 13,3 Kilometer Tarnwelt. Das ist verdammt gut. Sag mal, die russische Schlachtschiffe, sie haben sehr gute Tarnwelt, würde ich mal sage ich schon mal ganz gut persönlich schon mal. Das ist ziemlich sehr, sehr, sehr nicht schlecht. Wenn man sieht, hier in diesem Mal ein bisschen bedudel. Wie gesagt, hier sieht man immer noch, Schadensbegrenzungssystem ist immer noch begrenzt bis auf Stufe 10. Das wird so ein bisschen Bomben hingehen. Wie gesagt, Schadensbegrenzungssystem wirklich sinnvoll einsetzt und nicht darauf klicken und habt ihr in 3 Minuten keine Schadensbegrenzungssystem mehr. Dann seid ihr schon ziemlich sehr gelackt, man hat schon. Aber persönlich hat es mir das Schiff auch sehr viel Spaß gemacht. So, wir gucken uns das panzerungstechnisch uns mal an. Jetzt geht es mal Panzerungswerte mal langsam hoch. Wir haben hier 275. Das ist relativ ein guter Wert. Es kann immer noch passieren, dass nochmal die Türme ausfallen können. So, aber hier alles so solide, wenn ich mal behaupten. So, wir wollen das Schiffsinnere sehen. Wie man sieht, ist immer noch nicht dolle. Gute Panzerung 250. Wie man sieht, russische Schlachtschiff bis Stufe 10 nicht breites sein, wenn ihr wirklich alle Geschütze spielen wird, kurz mal einlenken, abdrücken, dann wieder reinlenken, nur Gegner, euer Frontpanzerung sehen, weil die russische Schlachtschiffe, wenn die Breitzeit fahren, fressen die unheimlich Menge Schaden. Das ist ihre Problem, ihr Nachteil. Das geht besonders mit das gebissen Krimmel. Wenn ihr gerade durchsteht, könnt ihr auch eventuell fast euer ganzes Schiff verlieren auch, weil Breitseitezeit ist doch sehr, sehr tödlich. So. Wenn wir Stufe 5 hinter uns gelassen haben, kommen wir wieder auf Stufe 6. In Stufe 6 Borden haben wir wieder Trainingstürme wieder. Also mal 3x4. Kann man sagen, was wir auf Stufe 4 hatten, haben wir wieder auf Stufe 7. Auf Stufe 7 hat mir das Schiff auch extrem viel Spaß gemacht, weil ich, wo das alte Flak-System noch gab, so Flakrichtung konnte man immer mal hin und her schwenken immer. Jetzt konntest du trotzdem drücken und dann wird auf die Seite verstärkt. Ich finde, die auf Stufe 6, die Flugwaffe ist sehr, sehr stark auf diese Stufe. Da habe ich unheimlich viele Flieger abgeschossen, trotz dass sie nicht viel Flugwaffe besitzt. Aber im Grunde ist das echt Hammer. So, wir haben 55.900 HP. Wo wollen wir jetzt Geschütze gucken? 33 Sekunden Nachladezeit. Aber hier merkt man schon doch mal langsam. Elite-Schütze ist doch mal langsam mal Pflicht, doch mal zu skillen. Auch mal wirklich mal früh anfangen, Elite zu Schütze zu skillen. Seid ihr nicht, sag mal, nicht schlecht dabei. So, 55.900. So, wir haben eine Reichweite von 16 Kilometer. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Vorher hatten wir ein bisschen 17 Kilometer mehr bekommen. Jetzt haben wir wieder Geschwindigkeit zusätzlich bekommen. Ich glaube, ich habe hier ein Signal auch drauf geklatscht. 28,5 auch. Super Tarnwert, super Geschwindigkeit. Ruderschätzzeit von 12. Es geht. Tarnwert ist ein bisschen hochgegangen. Wir haben hier 14,7. Ist immer noch nicht schlecht. Ich habe ja einen 10er Kapitän auch drauf. Hier sieht man auch Elite-Schütze geskillt. Wie gesagt, auch wegen. Ich habe jetzt den Experteur geskillt. Habe ich zusätzliche Auflagen noch. Wenn ihr da hinspielt, auch in den Experteur skillen, habt ihr zusätzliche Aufladung noch. Vorher hatten wir immer noch keinen. So, wenn man sieht, mit dem Schiff vorhanden hier, sie haben auch hier wieder Trainingsgeschützen. Gegner versuchen ein bisschen auch hier Anwinkel zu schießen, aber wenn man alle Türme schießt, weil die haben, ich glaube, ungefähr, also ich schätze ungefähr den Weg gebraucht, die ungefähr ihre komplette Geschütze zu schießen. Also, aber in der 6 hat mir extra viel Spaß gemacht. Ich habe den so auch sehr oft gespielt. Wenn man schon sieht, ich habe hier fast 18.000 EP, hat mir extrem viel Spaß gemacht. So, jetzt ein Panzerungswert von 300 mm frontal jetzt. Jetzt sind es dann mal Panzerungswerte noch mehr erhöht. Das ist echt nicht schlecht. Sagt, ihr habt nur eine Frontbatterie und das ist ziemlich eher mau. So, wir gucken uns unsere Panzerungswerte mal an, wenn man sieht. Panzerungswerte mäßig ist wirklich nicht dolle. Wie man sieht, hier alles hier.
300 mm Panzerung, das ist nicht sehr viel. Wenn man sieht, frontal eher Gegner nicht euer Preis zeigen, sonst seid ihr Matsche. Deckpanzerung ist ja ein bisschen gemixt, bisschen für vorne der S-Turm hat ein bisschen bessere Turmpanzerung, Deckpanzerung. Aber ja. So, wenn wir Stufe 6 hinter uns gelassen haben, kommen wir auf Stufe 7. Der 7 hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir 3x3. Und wenn man sieht, dass der Schussaufbau ist ein bisschen weiter nach hinten gerutscht. Und wenn man sieht, hier hätte man noch zusätzlich was auch noch Geschütze geklatscht. Aber naja. So, der Stufe 7 hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Allgemein, die macht die russische Schlachtschiffe mir extrem viel Spaß gemacht. Dieses Mal haben wir jetzt 406 mm Geschützen jetzt. Sie machen ein bisschen größeres Kaliber. Der Damage ist auch bis hochgegangen. Jetzt haben wir immer noch 33 Kulen Nachladezeit. Jetzt haben wir die Sigma-Wert, ist mal der Streuwert, ist bis hochgegangen. Wir haben 223 Meter pro Streuung haben wir jetzt. Und die Geschwindigkeit sieht man auch schon. Die Geschwindigkeit ist gleich geblieben. Was haben wir hier? Haben wir eine Streuung. Also bis hochgegangen. Okay, wenn man sieht, High E und AP ist bis Unterschied. High ist AP ist schneller als High, okay. Ich mal drauf zugehen. Aber wie man sieht, hier ist alles gleich. So, der Flugab, sagen wir, der Flugab ist auch nicht schlecht. Wir haben einen Flugab von 17. Ich habe die Stufe, sagen wir, auch schon etwas höher. Ich habe hier eine Dreierkapitän schon auch schon drauf. Wir sagen mal sagen, Elite-Schütze ist doch sehr ziemlich pflicht. Inspekteur habe ich auch schon geskillt, wie gesagt. Wenn ihr jetzt Stufe 7 seid, ihr könnt nicht eure Reichweite erhöhen, ihr könnt gar nichts. Ihr habt keinen Reichweitenflieger, ihr könnt eure Reichweite, wenn ihr auf Stufe 9 seid, könnt ihr nicht eure Reichweite nicht ausbauen. Das sage ich auch, wenn ihr die Bomben auch anfängt. So, jetzt haben wir 65.000 HP, 16% Torpedoschutz, das geht. Wie gesagt, 3x3 sind 406 mm Geschützen. Es ist nicht schlecht. Sekretäre haben wir auch, aber Sekretäre ist eigentlich eher Krepp. Brauchen wir nicht drauf weiter eingehen. Wir haben jetzt hier 28,4 Knoten schnell und Ruhrschätzer von 13. Tarnwert haben wir 14,6, ist ein bisschen etwas höher gegangen. Aber ich finde, der Tarnwert ist, kann man sagen, sehr solide, würde ich mal sagen, bei den großen Schlachtschiffen. Ich habe bis jetzt mir nicht wirklich beschwert. So, wir gucken uns panzerswertmäßig an. Jetzt haben wir auf Stufe, wir haben Stufe 7 400 mm panzerswert. Das ist Hammer. Pro Teil könnt ihr, sag mal, wenige Schiffe, was unter 400 mm Geschützen haben, könnt euch nicht die Turm wegschießen. Außer die, weil ihr Stufe 7 seid, könnt ihr mit auch 9er Matchup reinkommen. Das heißt, die Musashi könnt euch trotzdem frontal eventuell noch einen Turm rausschießen, weil die Musashi hat ja 460 mm Geschützen. Könnt ihr trotzdem noch Hammer Schaden fressen. Der Deckpanzerungswert ist relativ ziemlich sehr schwach, 26. Nur hier ist etwas bis mehr. Das heißt, wenn ihr in 8er Matchup reinkommt, selbst einer kurzen Uni-Trägerzünder könnt ihr euch sehr hardcore Schaden drücken. So, wir gucken uns panzerungswertmäßig uns mal das Schiff an. Wie man sieht, panzerungswertmäßig ist immer noch sehr schlecht. Breit zu zeigen ist nicht sehr angebracht. Das heißt, immer gerne Gegner Front zeigen, weil ihr habt jetzt hier 3x2 Türme jetzt. Der dritte Turm kann man auch mit benutzen, aber meistens ist das. Die russischen Schlachtschiffe sind eher wirklich stationär. Das sind eher stationäre Schiffe wie Musashi und Yamato. Und wirklich, aber die Sache ist so leider, ihr müsst wirklich ranfahren. Wie gesagt, ich habe nur 17,4, das ist nicht viel. Andere Schiffe auf dieser Stufe haben und teilweise höhere Reichweite. Das heißt, ihr müsst als Schlachtschiff ranfahren und da wirklich Damage zu drücken. So, wenn wir aus unserer Stufe 7 hinter uns gelassen haben, kommen wir auf Stufe 8. Stufe 8 ist auch ein hammergeiles Schiff. So, wir haben jetzt hier bis Stufe 9 behalten wir auf die 406 mm, außer der Kribbel hat etwas ein größeres Kaliber. So, wir haben jetzt hier 73.600 HP, Panzer- und Torpedoschutz von 21, ist ein bisschen mehr geworden. Reichweite 18 km, leider eine Reichweite mehr bekommen. Das merkt man schon, andere Stufe, also mal Schlachtschiffe auf Stufe 8 haben teilweise mehr Reichweite, knapp über 20 km. Ihr müsst als Schlachtschiffer ranfahren, um wirklich euer maximale Damage rauszukriegen. Weil wir nicht wirklich auf 16, 17 km schießen.
Dann kann mal vorkommen, doch ein Schiff hier treffen tut, aber habt ihr wirklich ein großes Streuungsbündel. Das heißt, ein oder zwei Kugeln treffen doch schon mal ein Schiff. Aber ihr müsst wirklich ranfahren, um wirklich Damage zu drücken. So. Wir haben jetzt ja einen Streuwert von 230 Metern. Es geht, ist ganz okay. Fluggeschwindigkeit ist ein bisschen auch hochgegangen. Dann ist es gleich geblieben. Geschwindigkeit 30,5. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und wir haben einen Tarnwert von 13,5. Ich habe hier noch nicht mal Teilungsmeister geskillt. Wenn ich Teilungsmeister geskillt habe, glaube, hatte ich, glaube, Wert von 12, 11 Kilometer, glaube ich, um den Dreh. Aber ich bin mir nicht so sicher. Aber wenn man sieht, 13,5 auf Stufe 8, das ist hammergute Tarnwert. Das kann man sagen, der Tarnwert von den deutschen Schiffen. Ich weiß nicht, welche Stufe 8 Schiff der beste Tarnwert hat, bin ich mir nicht sicher. Aber es gibt extra Wiki-Einträge und das kann man wirklich feststellen. Aber 13,5 ist super Tarnwert. So. Und wenn man sieht, ich habe selbst die Module eingebaut, deswegen halbwegs. So. Wie gesagt, wenn man sieht hier, ich kann nicht meine Reichweite erhöhen. So, wir gucken das panzerungsmäßig jetzt mal an. Jetzt haben wir 425 mm geschrieben, Panzerungswert frontal. Und wenn man sieht, Alter, das ist Hammer. Das ist wirklich, wenn man, merkt man schon langsam, ab Stufe 8, Stufe 7, das ist schon der Stand, wo die russische Schlachtschiffe wirklich langsam Frontschweine werden. Die sollen wirklich, ja, wirklich frontal zum Gegner zeigen und dann gib ihn. Wir gucken uns so ein Panzerungswerte mäßig an. Wenn man sieht, ist wirklich nicht so dolle. Zitadelle Panzerungsgüte, wenn man sieht hier 370, das ist wirklich nicht dolle. Wenn man sieht, russische Schlachtschiffe Breitseite nicht fahren, wirklich hauptsächlich frontal zu den Gegnern zeigen und dann wirklich gib ihn, gib ihn, gib ihn. Wenn man sieht, Breitseite fahren ist, wenn man sieht, panzermäßig ist wirklich ein Null. Kreuzer können höchstens beiden Schaden machen, aber wenn man sieht, außer Schlachtkreuzer, dann können doch schon mal CD-Treffer machen oder die Henry und die Moskva, also glaube ich die einzigen Schiffe, die etwas größeres Kaliber haben, da können die auch mal richtig reindrücken, außer die Schlachtkreuzer, das ist ein ganz anderes Thema. So, wenn wir Stufe 8 hinter uns gelassen haben, kommen wir auf Stufe 9. Der 9 hat mir auch extrem viel Spaß gemacht, wenn man sieht, auch so ein riesen fetten Schiff langsam. Mir persönlich auch extrem viel Spaß gemacht. So, wenn man wirklich hier sieht, ich kann nicht meine Reichweite erhöhen, ich kann gar nichts machen. Das heißt, ihr könnt eure Reichweite nichts machen. Ihr könnt eure Reichweite gar nicht pushen. So. Wir haben jetzt hier 88.100 HP Pool, Panzer und Torpedoschutz von 35, super. So, das haben wir in 28 Sekunden noch Nachladezeit, weil ich ja die Module eingebaut habe, ein bisschen weniger, sonst habe ich hier 33 Sekunden. So, wir haben jetzt einen Streuwert von 245, es geht. So, die Fluggeschwindigkeit von den Granaten sind auch ein bisschen tucker schneller geworden. Eine Grundreichweite von 19,4, es geht. Aber wie gesagt, Max Range schießen ist wirklich eine Glückssache, da mich wirklich ein Schiff mal treffen mit seiner Zita, weil ihr mit wirklich... Ihr müsst russische Schlachtschiffe doch mal ranfahren und mal wirklich mal Damage zu drücken. Falls Distanz sind wirklich eine feine Schrumpflinten. Wirklich kurze Distanz, wirklich nahe Distanz, kurze Distanz, das ist so der Bereich, was man wirklich benutzen soll. Steht auch extra in den I drin. Wenn man hier guckt. Hauptbatterie auf kurze und mittel Distanz sehr effektiv. Hier steht auch ihr Hauptmerkmal, deswegen. Nicht wirklich mit den russischen Schlachtschiff wirklich weiter rumballern wie bekloppt. Da sind wirklich, da merkt man schon die Genauigkeit. Und wo ich die russische Schlachtschiffe gespielt habe, teilweise waren die für mich teilweise kurze Distanz. Das war wirklich, war fast wie ein Ballballern, wo die Kugel in ein Schiff reingeschlagen. Da war teilweise echt krass. Da war ich mit kurz und mittel Distanz, was ich Schüsse rausgeballert habe. Das war teilweise nicht feierlich. So. Wir haben jetzt Höchstgeschwindigkeit von 29,4. Diesmal sind wir etwas langsamer geworden. Und eine Teilwert von 13 Kilometer. Ich habe hier auch einen Elferkapitän. Ich habe ja auch Teilungsmeister geskillt. Kann man sagen, Teilung ist echt hammergeil. Kann man echt nicht dazu nichts sagen. So, Flugabwehr gehe ich meistens nicht drauf ein. Weil die Flugabwehr ist meistens von großen ziemlich sehr stark. Aber wenn man mit Teil beschossen wird, wenn man sieht, die Flugabwehr... Geht auch sehr schnell in Bruch. So, wir gucken mal die Panzerungswerte mal an.
Deckpanzerung sind wir bei 32, 60, hier merkt man schon. Triggerzünder kann hier auf Deck kaum, sag mal, wo hier kommen scheinbar höchstens vorne am Bug und Hinterteil an Heck. Man sieht hier 32, Aufbord 19 und für die Türme fast 500 mm. Das heißt, die Yamato können euch frontal nicht rausballern. Außer der Turmkranz, da könnt ihr wahrscheinlich mal Glückstreffer landen mal. Aber im Grunde ist das Ding frontal echt ein Bollwerk. Wenn keiner schafft, das Ding frontal nicht rauszuschießen, dann hat man echt schon verloren. So, passungsmäßig, wir gucken uns mal das Schüsse-mäßig an. Wenn man sieht, hier Zitadelle quer, 230. Wenn man sieht, alles so nicht die Besonderheit. Wenn man sieht, hier ist nur 406, 420. Wenn man sie echt sieht. Panzerwerte ist eher ein Kraus, besonders der mittlere Teil. Hier vorne ist etwas bisschen mehr, aber im Grunde Zitadellentreffer ist leider drin. Das ist ja ein Manko. Selbst eine geringe Stufe Schiff kann hier doch mal Breitseite mal ein Zitadell reindrücken. Wie gesagt, russische Schlachtschiffe sind echt ziemlich sehr, sehr stark, finde ich, im Nahkampfbereich. Der Nachteil an den Schiffen ist leider die Nachladezeit. Die muss man wirklich mal wirklich Geduld haben und perfekte Winkel zu haben, um den Schiff rauszunehmen. Wie gesagt, Reichweite könnt ihr hier ja nicht erweitern. So. Wenn wir Stufe 9 hinter uns gelassen haben, kommen wir auf Stufe 10. Die nette, fette Kreml. So, die Kreml, wenn man sieht, ist auch so ein hammergeiles Schiff. Ich habe auch schon ein paar Mal gespielt, selbst in gewährte Gefechte auch. Ich habe hier 475 mm geschützt. Das ist hammergeil, kann man sagen. Aber wir gucken es mal nach und nach hier unsere Werte an. So, wir haben jetzt hier fast so viel HP wie der Kurfürst. Das ist Hammer. Torpedoschutz von 46%. Das ist Hammer. Wir haben hier eine Nachladezeit von 29 Sekunden. Leider einen Streuwert von 260 Meter. Das ist ziemlich sehr heftig. Maximale Fluggeschwindigkeit sind wir bei 800 Meter pro Sekunde. Das ist relativ sehr langsam. Schussreichweite von 20,7. Viele habe ich schon gesehen, Kreml schießen schon auf Reichweite. Ich habe schon teilweise auch andere YouTube-Videos schon gesehen. Wenn ihr mit Kreml schießt, da habt ihr so eine fette Streuung und die Kreml ist genauso wie andere Bissstufe, untere Levelbereich, sagen wir mal, T7 wird schon interessanter mehr. Aber Stufe 7 bis Stufe 10 seid ihr eher wirklich Frontschweine. Die Kreml wurde leider, meine persönliche Meinung, so oft genervt, finde ich persönlich. Die Flugabwehr ist auf 100%. Das ist der beste Flugwerk. Mir ist das leider oft nur aufgefallen, wo der Nerf kam, warum das Ding genervt wurde. Die Flugabwehr hat zu lange gelebt. Der Überlebensrate bei der Flugabwehr war ein bisschen zu hoch eingestellt anscheinend. Und konntest du kaum Flugabwehr runterschießen. Und die Flugabwehr ist doch ziemlich sehr stark bei dem Schiff. Der Höchststand ist bei 1750. Und Reichweite ist ja halt bekannt. Wir sind ungefähr die ganze Reichweite. Und deswegen haben viele gemeckert. Und ich denke mir mal, oder die CV-Spieler, warum die Flugabwehr bei den Kreml so lange überlebt haben. Die Flugabwehr schießt, wird so schnell runtergeschossen, das ist mein Geschmack teilweise zu beschissen, finde ich. Weil die Flugabwehr soll doch ein bisschen länger leben. Und eine HE-Salve reicht, glaube ich, 3 bis 4 Flugabwehrgeschützen runterzuschießen. Und wo ich einmal gewährte Gefecht gespielt habe, ich hatte 0 Flugabwehr zum Schluss gehabt, weil mich alle drauf gepratzt haben. Hatte ich von Flugabwehr von 2% gehabt. Und zum Schluss hatte ich keine Flugabwehr. Und da war ich nur ein Opfer nur. Das war schon extrem ekelhaft. So, wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 29,5 und Tarnwert von 13,4. Wenn man sieht, der komplette russische Baum haben Stufe 7. Es wird, also wie gesagt, Stufe 7 wird es immer interessanter. Bis Stufe 10 haben wir verdammt gute Tarnwerte, würde ich mal sagen. Und geschützmäßig auch. Nachteil ist wirklich die hohe Nachladezeit. Aber bis jetzt hat die Kreml extrem viel Spaß gemacht. Kreml, ich habe schon auch, wie gesagt, schon gespielt. Und das Ding ist einfach, wenn es über Lebensfähigkeit geht, ist das Ding wirklich krank. Das Ding kann wegstinken wie ein Gott. Ich dachte, die deutschen Schlachtschiffe können richtig wegdenken. Ah, aber das Schiff kann richtig was wegblocken. So, wir gucken uns mal jetzt mal die Panzerungswerte mal an. 32, wenn man sieht, hier 60.
32, wie man sieht. Trägerzünder kann man nichts mehr machen mehr. Höchsten. Das war's. So, frontale Türme haben jetzt hier 550 mm. Das heißt, kein Schlachtschiff könnte euch frontale Türme rausschießen, außer der Turmkranz, aber auch nicht mehr. Hier haben wir 475. Das heißt, die Yamato mit sehr viel Glück könnte doch mal die Türme rausfliegen. Aber besetzt ist mir noch kein Turm rausgeflogen. So, wir gucken uns mal die Panzerwerte von innen an. Wer mal sieht, Panzerwertemäßig ist immer noch ein Kraus. Wir haben hier 430. Man sieht hier 410. Panzermäßig ist es eher wie ein Kraus, wenn man sieht. Und ja, höchster der mittlere Bereich ist mit 410. Denk mal, Kraus 8. Dann kann mir keine Zitter drücken. Jein. Das täuscht leider. Ich habe eine Runde Springziese gespielt und ich habe eine Kreml in der Breitseite. Ich habe hier nur Kreml, glaube ich, 3 oder 5, glaube ich. Und da habe ich ihn frontal richtig Zitter gedrückt. Das ist im Grunde, ich habe wirklich auf Wasserlinie gehalten. Das hat das Schiff überhaupt nicht gestört. Wie gesagt, es sieht sehr interessant aus mit 430 mm Panzerung, 410 mm. Aber auf Grunde, Breitzeitzahlen sollte man echt nicht wirklich Gegner frontal zeigen. Frontal habt ihr echt gute Panzerungswerte mäßig. Da habt ihr echt, echt gute Chance, lange zu überlegen. Deswegen. So, wir sind auf Stufe 10. Es kommt ja immer die aus. Zeige ich immer, wie man die 10er Schiffe skillt. Diesmal habe ich leider nur einen 70er Kapitän. Ist wirklich nicht weit. Aber ich habe schon ein bisschen was ausgebaut. So, wie man das Ding richtig spielen sollte, ist meine persönliche Meinung. Ich habe hier Dings meine Hauptbatterie. Ich habe die Tarnung reingeklatscht. Und ja, andere Alternative finde ich nichts Besonderes. Ich habe hier Angriffe mit Notifikation, das ist wirklich für die russische Bomben sehr wichtig, würde ich mal sagen. Weil ihr seid wirklich mehr stationär und nicht rumfahren. Weil, wenn man Breitseite fährt, doch fliegt doch hin und wieder mal eine Zita raus. Und Schatzbegrenzungssystem und Haupttürme. Ich könnte hier meine Flakbewaffnung ein bisschen ausbauen, die ein bisschen länger leben. Aber naja. So. Wie gesagt, ihr habt diesmal ab Stufe 10 habt ihr keinen Flieger. Ab Stufe 9 habt ihr noch einen Flieger, ab Stufe 10 leider nicht mehr. Wie gesagt, ihr könnt nicht euer Reich verdünnen, gar nichts. Das heißt, ihr behaltet die 20 Kilometer und das war's. So, wir wollen ja uns mal das Schiff, mal die Skillung angucken. Ich habe das Ding so geskillt, ich habe Resistiv Maßnahmen geskillt, Elite-Schütze, weil die Türen drehen echt arschlangsam. Adrenalin-Rausch habe ich geskillt. Ich könnte mal hier 1000 Saster skillen oder kann man sagen, höchste Alarmbereitschaft, dass das Verbrauchsmaterial hilfestellen, wie er aktiv ist. Tarnungsmeister. Ich habe hier Brandschutz geskillt, was sehr wichtig ist, weil wenn ein Kreml offen ist, holzen alle Kreuze auf den Kreml drauf, um hauptsächlich das Ding rauszuhaben. Das ist ziemlich sehr wichtig, finde ich persönlich. Kann man sagen, Kreml. Kann man sagen, ich habe danach bald wieder ein paar Punkte. Würde ich dann Grundlage über der Überlebensfähigkeit skillen, das ist auch wichtig. Das heißt, die Gruppette Kreml hauptsächlich auf Überlebensskillen, das ist bei den Schiffen sehr, sehr wichtig. Da macht ihr nichts falsch. Deswegen. So, das ist so, kann man sagen, so meine Skillung, was ich vorschlage, wirklich komplett auf Überlebensskillen, das ist wirklich bei den Kreml sehr Pflicht. Weil ihr habt nur fünfmal die Reparaturmannschaft Aufladung. Und bei anderen Schiffen haben die das unendlich. Und wir als russisches Schiff haben es leider nicht. Das ist leider, kann man sagen, der Besonderheit bei dem russischen Baum. Fünf Aufladungen ist das höchste. Und Rest müsst ihr wie mit Skills und mit einem Modul ein bisschen ausgleichen. Ihr mit den Schlacht länger überleben tut. Oder ihr habt den russischen Elite-Kapitän, wenn ihr kurz am Verrecken seid, die kurz mal nochmal einen Lebenspool bekommt und kurz mal euch noch einen schnell regeneriert, vor ihr absäuft. Deswegen. So. Wie gesagt, Anfang, wie ich habe gesagt, es gibt leider nur ein Schiffsvorsteller von dem Baum. Der russische Kreuzerbaum würde ich es dann vorstellen, wenn der Split kommt. Der Split kommt ja bald. Und würde ich mal nochmal den anderen Baum spielen, weil die Moskwa wird ein Spesseschiff. Und das heißt, auf gut Deutsch, die alle, die Moskwa haben und die Premium-Tarnung haben, gekauft haben,
kriegen das Schiff auch so mal auf Kohle aufgeschwungen und kriegen wir anderen Schiff. Die Leute nicht, die Moskwa nicht haben, kann man sagen, wenn die bei Donskoi sind und das Schiff, sagen wir, die Moskwa erforscht haben, aber nicht gekauft haben, kriegen sie trotzdem ein Schiff. Deswegen, aber ich habe die Moskwa, kann man sagen. Aber ich habe nicht die Prämontanung, was ich habe, habe ich leider nicht. Das ist erstmal der Stand. So, will ich mal so wieder umschalten. Und würde ich mal sagen, wünsche euch noch schönen Tag noch, schönen Abend noch, wie gesagt. Und es kommt, wenn ihr, wenn ihr so das, genau, sag mal, das Schiff haben oder bei euch das interessiert hat, ich packe einen Einladungscode an. Wenn ihr Lust habt, die Kreml euch zu erspielen oder einfach mal, wenn ihr das Spiel auch drauf Lust habt, packe ich einen Einladungscode ein. Und wenn ihr noch allgemeine Fragen habt von den russischen Schiff oder allgemein, ich habe zunächst so, oder eines kommen, kann man sagen, eine kleine Einwerbung. Ich habe extra einen Anime Warship Discord Server extra auch gemacht. Wenn ihr sowas mögt, könnt ihr ruhig draufschreiben. Es gibt andere Leute, die auch Warship spielen und die haben auf, kann man sagen, fast alle 10er Schiffe können. Ich habe nicht alle 10er Schiffe. Ein Teil habe ich leider nicht und muss mir jetzt mal nach und nach spielen. Großteil habe ich ja schon. Könnt ihr da nachfragen und kann man sagen, das ist so. So eine Sache. Wir sagen, wünsche euch noch schönen Tag noch und schönen Abend noch und viel Erfolg für das Durchqueren zwischen russischen Schlachtschiffen und wir sehen uns nächste Schiffsvorstellung, das heißt, der nächste Forschungsbaum euch präsentiere, sind die Deutschen. Die Deutschen haben mich komplett durchgespielt und da kommt auch eine Schiffsvorstellung, aber diese nächste Schiffsvorstellung kommt erst nächste Woche, das heißt, diese Woche wird der russische Teil gewesen und nächste Woche kommt die deutsche Teil. Wir sagen bis nächstes Mal und tschüssi.